Der Glaube ist kein Gefühl. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch die äußere Erscheinung. Und Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch Christi Wort. Einige Menschen hoffen, beten oder warten zwar nichts, doch sie suchen nach Gefühlen. Eine Schwester sagte, dass sie aufgegeben und geglaubt habe, dass der Herr in ihr lebe, doch sie wage nicht zu sagen, dass sie überwunden habe. Und zwar deshalb, weil sie von dem Tag an, an dem sie den Herrn Jesus als ihren Sieg empfing, nie etwas gefühlt habe. Es mag einige Anlässe geben, wenn Gefühle nützlich sind. Beim Verstehen der Dinge Gottes sind die Gefühle jedoch nutzlos. Die Hand kann nur Dinge berühren und ihre Temperatur fühlen. Sie kann kein Bild sehen. Geistlichen Dingen kann nur durch Glauben Substanz verliehen werden. Ihnen kann nicht durch Gefühle Substanz verliehen werden. Wir überwinden wegen des Wortes Gottes. Gott spricht und es geschieht. Das ist nicht eine Sache des Gefühls, einer gewissen Art von Kraft oder ein paar Tage lang eine überschwängliche Sinneswahrnehmung zu erfahren. Um zu überwinden, muss es nur ein Wort vom Herrn geben. Gott hat uns einen Bund gegeben, in dem es heißt, dass die Sanftmut unser ist, dass die Geduld unser ist und dass die Liebe, die Selbstbeherrschung und alles in Christus unser ist. Doch wenn du wieder deine Geduld verlierst und dein Stolz, deine Schmutzigkeit und dein Versagen zurückkommt, was solltest du tun? Wenn du dem Wort Gottes glaubst, solltest du sagen, Gott, ich danke dir und lobe dich, weil ich sanftmütig, geduldig, demütig, liebevoll und maßvoll sein kann. Ich kann dies alles sein, weil Christus in mir lebt. Solange du das Wort Gottes ergreifst, werden die Dinge, vor denen du dich fürchtest, verschwinden.